Darum reden wir jetzt auch ein bisschen über Divertimento, wenn das gut ist. Das ist super. Ja. 2020, wo das geheißen hat, Freunde, am Morgen keine Veranstaltungen mehr, jetzt ist alles fertig. Was ist euch da durch den Kopf? Ehrlich gesagt, am Anfang haben wir es recht gefeiert beide. Mhm. Wir hocken zuhause, die Sonne scheint im März, am Abend Weisswein trinken. Ich habe zugenommen im Berserker. Ich habe 12 Kilo zugenommen. So, ich begrüße dich zum weiteren Talk und heute bei mir, der Johnny Fischer, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ich da bin, cool. Hast du dich wieder mal gesehen? Ja, wir haben es lange nicht gesehen, seit lange hure viel. Genau, und jetzt schon lange nicht mehr. 2016. Also wirklich? Ich glaube, es ist schon wirklich so lange her. Oh, ich weiss sogar, welches Sofa das gesehen steht. Haben wir es noch nie mehr gesehen, auf einem roten Teppich? Ich glaube nicht. Und nachher ist ja das komische Ding gekommen, das man jetzt nicht sagt. Ja, nein, die letzten zwei Jahre habe ich eh viele Leute nicht gesehen. Ah, 2016, krass. BGST, die grösste Schweizer Talente. Ja, sehr lange ist es her. Ja, wirklich. Und bei dir läuft ja hure viel in dieser Zeit. Es ist ja wahnsinnig, obwohl Corona ist. Du gibst Bücher raus und ein bisschen Divertimento. Und dann bist du schon noch in einem Fitnesscenter tätig. Richtig viel los bei dir. Ja, aber also... Ja. Nein, es ist so, wie soll ich sagen, ich habe gemerkt, also der Mann und ich haben gemerkt, schon, wir sind jetzt bei 2016 vielleicht oder 17, haben wir gemerkt, es ist mega wichtig, ich habe nach der grössten Schweizer Talent gemerkt, es ist mega wichtig, dass wir nebenan noch etwas haben. Weil wir sind Tag und Nacht zusammen. Und wenn das Einzige ist und wir haben zusammen Auseinandersetzungen oder wir haben auf der Tour läuft es gerade schwierig, dann prägt das mega das ganze Leben. Mhm. Und wir haben gemerkt, dass es nicht schlecht ist, wenn es uns auch einzeln gibt. Weil normalerweise auf der Straße sagen die Leute mir Manu oder du bist doch der, der Divertimento, ich weiß aber nicht, wie es heiß ist. Und wir haben einfach gemerkt, hey, wir müssen einfach schauen, dass es uns auch einzeln gibt. Mhm. Und dann habe ich mit anderen Sachen angefangen. Und, das Buch war eines ein Projekt gewesen, aber man hat das Gefühl, das ist jetzt gerade jetzt gekommen. Geschafft habe ich eigentlich vor 3 Jahren an Buch. Ja. Die letzten 3 Jahre. Oder 4 sogar jetzt. Genau, und bei Zenmove, das ist so ein Herzensprojekt, wo ich gemerkt habe, ich möchte auch wieder mal ein bisschen, weißt, thinking out of the box, ein bisschen aus der Komfortzone gehen und Sachen machen, wo ich muss Klinken putzen, wo ich muss betteln bei Firmen und so. Und das haben wir gut da eigentlich. Und was ist noch? Ja, und Vorträge und so, die ich mache. Das ist jetzt aber tatsächlich entstanden aufgrund von den letzten 2 Jahren, wo wir nicht dann auftreten konnten, bin ich von Firmen gefragt worden, ob ich online Weiterbildungen geben könnte und bin dort geblieben hängen. Und was machst du eigentlich am liebsten von all diesen Sachen? Es ist noch schwierig. Ich glaube, es ist gerade der Mix. Also ich finde immer, wenn ich Wochen unterwegs bin mit dem SRF und allein, ich habe dann kein Fangnetz, der Manu fehlt. Mhm. Und ich merke, wenn ich unsicher werde oder so, normalerweise spürt mich natürlich der Manu und kann mich auffangen. Aha. Und das habe ich nicht. Und dann freue ich mich mega auf den Manu und auf die Shows. Und nach 2, 3, 4 Wochen Shows bin ich wieder froh, wenn ich raus kann und wenn es dann wieder um ganz andere Sachen geht. Also ich bin nur noch Verwaltungsratspräsident, ich habe jetzt per 1.1. abgegeben bei Zenmove. Und jetzt bin ich mehr für Strategie verantwortlich und da muss mich aber einlesen, ich kann das ja nicht, die Sache. Aber ich finde es super cool, du hast eigentlich den geilsten Job der Welt. Es ist mega vielseitig. Nichts ist das Gleiche wie das andere und das ist ja super, oder? Das macht das Leben viel spannender, nicht? Ja, ich finde das schon. Was man auch muss wissen ist, und das klingt mir nicht immer gleich, es ist manchmal auch schwierig, auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Mhm. Also weißt du, wenn ich merke, wir sind auf Tour gewesen mit Divertimento und ich habe Freitag, Samstag, Sonntag gespielt. Am Montag hatte ich einen SRF-Tag und die erwartet dort, dass ich Vollgas da bin. Ja. Am Dienstag ist das Buch rausgekommen. Der Verlag erwartet natürlich, dass ich Vollgas da bin, durch den Tag noch Termine mache für Promotour. Dann hatte ich am Tag nachher nochmal Promotour mit 35 Terminen, 35 verschiedenen Medien. Und am Tag nachher bin ich wieder auf der Bühne gewesen und die Leute warten seit 2 Jahren und wollen auch, dass du den besten Tag hast. Aha. Und wenn du überall, wo du hinkommst, alle denken, du hast heute deinen besten Tag, dann muss man ein bisschen achtsam damit umgehen, dass man sich nicht auskotzt. Ja, das stimmt. Und eben ein Buch. Übrigens bist du da wegen dem Buch. Ich bin auch Jonathan, so sieht das aus. Das ist rausgekommen im Dezember, meinte ich, oder? Im September. Oder September schon. September. Wie sind so die Feedbacks bis jetzt auf das Buch? Also, weißt, es ist eigentlich, kann man sagen, muss einer mit 40 eine Biografie schreiben. Ja. Weil mit 40.
was hast du zu sagen? Und ich habe gemerkt, es ist wie anders entstanden. Ich habe gesagt, ich werde bis ich 40 bin mit meiner Vergangenheit aufräumen. Mhm. Und das habe ich aber eigentlich gemacht mit einer Freundin zusammen, die Autorin ist. Und bis am Schluss habe ich nicht gewusst, soll ich mir ein Buch bringen oder nicht. Weil es kommt natürlich auch Geschichte von Divertimento vor, es kommt Geschichte mit meinem Mann vor. Und ich muss sagen, ich oute da auch andere Leute, die vielleicht das gar nicht wollen. Mhm. Und ich habe dann aber 10 Leute zum Lesen gegeben und habe gemerkt, bei allen hat es etwas ausgelöst. Und jetzt eben die Reaktion, also einerseits, mit dem hatte ich nie gerechnet, verkauft sich es unheimlich. Ey, wirklich satanisch. Mhm. Was mich überrascht hat, weil eben, es ist eine Biografie von einem 40-Jährigen. Aber ich habe gemerkt, es geht eben gar nicht um meine Person, sondern Geschichte, die Hauptgeschichte, und es ist egal, was der Auslöser ist, die Hauptgeschichte ist, obwohl man meint, dass ich erfolgreich bin und selbstsicher, habe ich sehr oft Selbstzweifel, glaube nicht an mich und bin sehr, sehr streng mit mir selber und mit den anderen eigentlich nicht. Mhm. Und das ist, offenbar ist das etwas, wo ich merke, dass es bei ganz vielen Leuten Anklang gefunden hat. Und das ist auch die Rückmeldung, die ich jetzt habe. Natürlich können viele sagen, ja, ich kenne das auch wegen der Kirche oder so, oder wegen Glauben. Aber hauptsächlich geht es darum, ich kenne die Selbstzweifel und ich kenne das. Ich will für meinen Mann, für meine Frau alles machen und vergiss mich selber dabei. Und plötzlich mag ich nicht mehr. Oder ich mache allen alles lieb und dann habe ich Ausbrüche, wo ich alle töten könnte. Ja. Und das sind, ich glaube, das sind, ich bin schonungslos ehrlich mit mir. Ich gebe mir nicht Mühe, dass ich gut dastehe. Aber ich glaube, das hilft auch der Leserin oder dem Leser, dass er sich wieder erkennen kann und sagt, Gott sei Dank, ich bin nicht der Einzige, der so komisch ist. Weil ich habe das gelesen und da habe ich 2-3 Mal wirklich leer geschluckt, weil es sind schon auch heftige Sachen drin. Und was bewegt einem denn das auch, um wirklich auch mit der Öffentlichkeit zu teilen, etwas, was mega privat ist, weil ich gar nicht mehr etwas angeht? Ja, ich weiß, was du meinst. Eben, aber ich finde, es ist ein Unterschied zwischen Hosenabel. Ich finde, Hosenabel ist etwas easy. Hosenabel ist nicht so. Was ich probiert habe, und das ist der Unterschied, ist Ziel auf den Tisch knallen. Und das finde ich ist ein Unterschied. Ich habe jetzt mein erstes Mal mit einer Frau ganz genau beschrieben auf 16 Seiten. Das ist für mich Hosenabel. Mhm. Okay, und jeder kennt es irgendwie so. Kann man machen oder nicht, habe ich jetzt nicht gemacht. Oder ich kann die schwärzesten Momente von mir erzählen, wo ich nicht mehr gewusst habe, wie, oder mich im Alkohol ersoffen habe und lebensmüde geworden bin. Aber das sind die echten Sachen. Aha. Und ich habe immer gesagt, ich muss nicht ein Wischiwaschi-Buch bringen, wo ich, ja, es war toll gewesen, und dann haben wir ein Privalo abgeholt, ja, und dann haben wir angestoßen und dann ist Franz in Jort reingestürchelt. Und, ja. Das kann man auch, aber das ist nicht das echte, das gibt niemandem etwas. Mhm. Und ich habe natürlich schon, wir haben um jede Szene, die vorkommt, huere gerungen und gesagt, muss das sein? Und es gibt, ich habe natürlich andere Sachen im Leben erlebt, wo wir gefunden haben, das nützt niemandem. Also das ist zwar schön, wenn ich es erzähle, weil alle denken, das ist aber mutig, dass er das sagt, aber es nützt nichts. Ja. Und wir haben uns einfach für die Sachen entschieden, wo ich glaube, dass nötig ist, dass die Leute auch glauben. Also ich finde immer, wenn ich auch andere Biografien lese, Ich merke, wenn einer alles einfach ein bisschen verschönert, dann glaube ich ihm nicht. Mhm. Weil das kann nicht sein. Ja. Und das wollte ich auf keinen Fall wollen. Und wenn man das Buch ja auftut, das ist auch so ein bisschen nach Kapitel, so nach Lebensdings abgelaufen, aufgeschrieben. Wie haben Sie das ausgesucht oder ausgesucht? Was kommt wirklich rein? Was ist wirklich mega interessant? Und was ist No-Go? Also hauptsächlich hat das die Autorin gemacht, aber ehrlicherweise muss man sagen, oder am Anfang, ich habe wie ein Jahr lang bin ich mit ihr in ganz Europa und so unterwegs, überall, wo ich etwas erlebt habe, habe ich sie ihr dort erzählt, dass ich nochmal mich da wieder dort spüre und sehe. Und dann hat sie das alles aufgeschrieben und das sind 840 A4 Seiten gewesen. Und dann haben wir gewusst, okay, und jetzt geht es darum, was ist die Essenz vom Ganzen? Und dort sind alle Privalos vorgekommen. Aber ich habe gemerkt, das macht das Leben nicht aus. Ja. Es langt der Satz, ich habe 5 Privalos gewonnen, oder ich weiß nicht mehr wie viel. Mehrere Privalos gewonnen, schön, aber das macht mich weder glücklich noch unglücklich gemacht. Ja. Mich macht es unglücklich, dass ich am Abend ein Privalo gewinne und 2 Stunden später alleine in einer Bar hocke und nicht mehr weiss, warum sie da sind auf dieser Welt. Das sind die grossen Geschichten und nicht der Preis. Und das haben wir dann auch aussortiert. Und dann haben wir es allen Leuten, die vorkommen,
auch noch gegeben, zum Lesen. Und dort sind auch mal viele Sachen weggehauen. Weil halt die Leute, und das verstehe ich, meine Mutter oder auch der Mann, gesagt, das und das ist unnötig. Das möchte ich nicht, dass alle wissen. Mhm. Und das haben wir dann auch rausgenommen. Was ist so für euch die grösste Herausforderung jetzt bei dem Projekt, bei dem Buchprojekt? Ehrlicherweise, du bist etwas der Letzte. Ich mag eigentlich nicht mehr darüber sprechen. Ich merke, ich bin immer in der Vergangenheit. Und es ist etwas, was ich eigentlich immer allen erzähle. Hey, das Wichtigste wäre, dass wir heute sind. Und es nützt nichts, wenn ich jetzt jammer und zwei schwierige Jahre und Corona. Ja. Heute haben wir keine Maske, wir hocken so nahe, wo ich mache. Genau. Jetzt feiern wir das, egal was jetzt zwei Jahre hier ist. Und die letzten drei Jahre war ich sehr oft in der Vergangenheit und bin go wühlen und habe mich mit Leuten getroffen von früher. Und ich mag jetzt, manchmal mag ich gar nicht mehr, weil ich dachte, hey, jetzt muss ich wieder ins Jetzt kommen. Aha. Und nicht mehr immer in der Vergangenheit. Das habe ich wie am schwierigsten gefunden. Und natürlich die Ungewissheit, bevor das Buch rausgekommen ist, wie gehen die Leute damit um? Wir haben auch Angst gehabt, das Divertimento, dass etwas von unserem Zauber kann verloren gehen, weil wir es nicht einfach so gut haben, wie alle meinen. Mhm. Wenn sie dann in Schottland und ein bisschen zusammen wandern und bröteln und genau. Zigarren haben es immer gut. Das ist es eben nicht, aber geht dann etwas kaputt? Das habe ich nicht gewusst. Und das wäre das Schlimmste gewesen für mich. Mhm. Das Gleiche mit meinem Mann. Wie gehen die Leute in seinem Geschäft um, wenn sie sagen, ah, du bist so einer. Und mit meiner Familie. Und die Ungewissheit, die hat mich letzten Sommer sehr gekostet. Mhm. Ja. Okay. Und jetzt ist eben Biografie. Könntest du dir vorstellen, weiterhin wieder mal ein Buch schreiben? Jetzt ein anderes Buch, in so ein Geschichtsbuch oder so, irgendetwas? Also ist es so, dass ich schreibe einfach mega gerne. Mhm. Und das mache ich auch sonst. Ich habe jetzt für ein anderes Projekt, das ist noch nicht spruchreif, aber habe ich die letzten zwei Jahre auch, in dem Moment, wo ich das Buch abgegeben habe, habe ich mit einem anderen Buch angefangen zu schreiben. Schreibe auch für Berufskollegen und ich schreibe einfach gerne. Ich glaube, jetzt über das eigene Leben ist jetzt gerade ein bisschen gut. Sehr gut. Und wir waren dann auf Lesetour vor, ich glaube, zwei, drei Wochen, oder? Wie war das für dich gewesen? Ehrlicherweise war es speziell gewesen, weil jeden Abend auf der Bühne zu sein, ohne Manu, habe ich sehr komisch gefunden. Das habe ich noch nie in meinem Leben. Und dann ist es immer um die ganz krassen Sachen gegangen. Und das habe ich unheimlich anstrengend gefunden. Wenn es jeden Abend darum geht, warum willst du dir das Leben nehmen und hast es immer noch und bist selbst. Und mit Alkohol kommst du jeden Abend. Und drinnen hocken die Leute und ein bisschen voyeuristisch. Ja. Und das hat Kraft gekostet. Aber ansonsten rundherum, ich bin mit Arno der Gurto und anderen unterwegs gewesen. Und so habe ich aber sehr spannende Menschen kennengelernt, wo es dann sehr nahe wird, wenn man so viel zusammen auf Tour ist. Wie war das gewesen? Hast du dort auch vorgelesen oder haben die Leute auch noch Fragen stellen? Wie ist das gewesen? Nein, ich habe gar nicht gelesen. Ich finde Vorlesen etwas Doofes aus dem Buch. Es ist der falsche Titel, Lesetour, weil wir haben nicht gelesen. Nein, ich habe mit Frank Baumann über das Buch und über das Leben geschwätzt. Okay. Und das jeden Abend anders. Und manchmal ist es lustig geworden und manchmal ist es sehr ernst und sehr tief gewesen. Und ja, aber eben, du willst eigentlich nicht jeden Abend eine Stunde über dein Innerste. Irgendwann ist es gut. Ja. Darum reden wir jetzt auch ein bisschen über Divertimento, wenn das gut ist. Das ist super. Ja, das ist super. Wo 2020, wo das geheißen hat, Freunde, am Morgen keine Veranstaltungen mehr, jetzt ist alles fertig. Was ist euch da durch den Kopf? Ehrlicherweise muss ich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, das darf man fast nicht sagen. nein, wir sind schon viereinhalb Jahre unterwegs gewesen mit Sabbatical. Wir haben schon 250 Mal gespielt oder so. Und haben gewusst, noch 70 Shows, und haben davon abzählen. Und dann ist das gekommen, das hat es ja noch nie gegeben. Mhm. Und normalerweise, wir haben bis jetzt, ich glaube, zwei oder drei Shows müssen absagen, weil der Mann mal im Spital war. Und das war ein Aufschrei gewesen, weil wir eine Show haben müssen absagen. Und jetzt eine ganze Tour. Ehrlicherweise, am Anfang haben wir es recht gefeiert, beide. Mhm. Wir hocken die Heide, die Sonne scheint im März, am Abend Weisswein trinken. Ich habe zugenommen, wenn ich einen Berserker. Ich habe 12 Kilo zugenommen. Aber habe das gefeiert. Und dann haben wir wir haben alles verschoben auf den Mai, vom Februar. Und im Mai haben wir dann gemerkt, das könnte noch länger gehen. Dann haben wir alles auf den Oktober verschoben. Und dann haben wir gemerkt, es wird das erste Mal auch, ist klar, dass die Leute auch umgehen und sagen, du wieder. Und an diesem Datum kann ich nicht. Und und dann ist es eine kleine Geduldsprobe geworden, weil wir auch gemerkt haben, es ist natürlich eine ganze Firma dahinter, die haben alle Familien zu Hause. Du musst finanziell irgendwie schauen, dass alle, und ehrlicherweise, ich habe gerade einen Monat vorher die Zen-Move-Eröffnung gehabt, das
in der Gesundheitsbranche. Und wir haben frisch eröffnet und auch dort haben wir dann vom einen auf den anderen Tag müssen zumachen. Und wenn das Start-up nach einem Monat musst du zumachen. Ja, das ist... Ich habe alles durchgespielt zum Voraus. Und, aber das habe ich natürlich nicht auf der Liste. Ja. Und ich habe 8 Leute angestellt dort. Und am Stauffacher in Zürich eine Location gemietet. Das ist so teuer. Hey, da bin ich wirklich... Also die 12 Kilo zunehmen ist nicht nur Weisswein, sondern wirklich ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Aber auch dort, ich habe dann gesagt, hey, jetzt, und das probiere ich mit allen Sachen, jetzt müssen wir das nehmen. Es Jammern nützt gar nichts. Mhm. Und wir haben auch mit Divertimento als Team haben wir abgemacht, im Sommer haben wir sicher dann wieder gesehen, dann haben wir als Team abgemacht und haben gesagt, einerseits braucht man das Wort nie und andererseits, wir jammern nie. Weder auf Social Media, noch wir jammern nicht. Mhm. Weil das nützt nichts. Es macht nur schlechte Stimmung. Ja, es ist so. Ja. Es ist jetzt so. Ja. Wir können nicht. Genau. Und es tut uns leid, dass wir nicht spielen können. Wir freuen uns, wenn wir wieder können. Aber Jammer und Fluchen nützt nichts. Mhm. Aber jetzt, weißt du, es ist etwa anderthalb Jahre gegangen, als wir wieder gespielt haben. Wie ist es so mit diesen Texten und so? Vergisst man das oder muss man das ständig wieder üben und machen? Ehrlicherweise haben wir uns richtig vorbereiten. Wir haben tatsächlich auch die Lieder und Choreos haben wir nicht mehr können. Aber du kannst dir vorstellen, die Arbeit, es war eine sehr tolle Arbeit. Wir haben uns so gefreut. Wir sind, ich glaube auch, dass ein Stück weit die letzten eineinhalb Jahre wie eine Mitrettung war für die Divertimento. Nicht, dass wir aufgehört hätten, aber ich glaube, wir haben noch nie so viel Spielfreude gehabt wie das letzte halbe Jahr. Mhm. Die 18, die nicht auf die Bühne die haben uns wieder dermaßen gezeigt, was für einen tollen Beruf wir haben, dass wir uns echt jeden Abend freuen, rauszugehen. Mhm. Aber in der Zeit, wo wir gespielt haben, haben wir Gedanken gemacht schon für weitere Programme. Ist man da schon wieder in einem Prozess gewesen, der weitergeht? Oder bleibt man einfach mal in dem Programm, wo man jetzt gerade spielt? Also gut, oder einerseits weißt du, wir tun jetzt gerade unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Geld zahlen, das wir noch nie eingespielt haben. Mhm. Wir müssen die Tour können fertig spielen und das schaffen wir jetzt bis im April, können wir alle Nachholshows machen. Und dann haben wir uns aber tatsächlich getroffen, um das neue Programm anzudenken. Wir haben sehr vieles schon geile Ideen gehabt, aber haben gemerkt, in dieser Zeit, also zum Schreiben nachher, für wirklich kreativ zu sein, dort, das ist nicht gegangen. Mhm. Irgendwie die Stimmung in den Menschen, man hat noch nie... Wir haben eine Zeit lang nicht mal gewusst, dass wir je wieder in grossen Hallen spielen können. Also im Herbst 2020 habe ich gedacht, hey, höchstwahrscheinlich kannst du nie mehr vor mehr als 300 Leuten spielen. Das bleibt jetzt, das Virus bei uns und so. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen jetzt den ganzen Lebensplan umbauen. Weil dann, und dann kannst du nicht von grossen Shows planen und unbeschränkt kreativ sein, weil du bist so eingeschränkt. Dann haben wir gemerkt, okay, komm, wir haben es jetzt angedacht. Es gibt eine neue Show, das freut uns schon, das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Inhaltlich gehen wir jetzt, wenn wir den fertig gespielt haben, dran. Und wenn wir so ein neues Programm machen, wie entsteht das so etwas? Ich stelle mir das immer so mega schwierig vor. Es ist alles so lustig auf der Bühne, aber ich nehme mal an, es ist ein riesen Bütz. Weißt du, sind einfach beide immer ein bisschen am Schreiben, mal schauen, wie es bei diesem überkommt? Oder wie entsteht das so etwas, so eine Show? Ehrlicherweise, es geht natürlich den Moment, aber die Ungewissheit ist das, was wir machen, überhaupt lustig. Das ist echt, die ist gross. Aber ansonsten ist es so, dass wir eigentlich beide für uns Sachen im Alltag aufschreiben, die ganze Zeit. Und weil die Tour jetzt schon so lang ist, wir sind jetzt seit 6 Jahren mit der gleichen Tour dran, haben wir beide sehr viele Sachen, die man im Fernsehen, auf YouTube, im Alltag, im Tram, in der Familie beim Manu oder bei mir privat erleben und schreiben das auf und tun im anderen das erzählen. Aha. Und wenn der Freude hat, was manchmal überhaupt nicht ist, oder man liest selber, was ist da? Aha. Das ist ja voller Scheiß. und wenn das Gegenüber auch Freude hat, dann fangen wir an zu schreiben. Und es ist einfach so, ich schreibe sehr gerne und dann kommt es ein bisschen wie zu mir, dann schreibe ich. Und der Manu, ich sage immer, er ist der, der ein bisschen Zähl dem einhaucht. Er sieht sofort Figuren, er sieht, wie sich die bewegen, er sieht, was für eine Sprache das die haben und gibt so dem Text ein Leben. Ja. Wenn man das macht, ist das auch parat, wenn es parat ist, oder tut man sich da
Zeit setzen? Es muss bis dann und dann fertig sein? Nein, wir setzen die Zeit. Weil es ist einfach so, es ist nie fertig. Also wenn man an etwas mal proben ist, wir haben meistens so, dass wir sagen, wir haben ein halbes Jahr zum Schreiben und ein halbes Jahr zum Proben und Produktion. Und Schreiben ist noch so ein bisschen flexibler, aber nachher musst du, also das weisst du selber, wenn du weißt, okay, ich muss 3 Wochen vor der Premiere müssen den Film fertig geschnitten sein. Ja. Du kannst von dort einfach zurückrechnen, wenn du die Filme machen musst. Mhm. Und sonst denkst du, ja, wir können noch besser und komm, wir machen es nochmal und sollen wir nicht da noch. Und dann hört es irgendwie nie auf. Genau. Und dann musst du einfach mal raus. Ja. Und dann merkst du auch, also es gibt bei den ersten paar Shows, kacken die Sachen halt ab und dann nimmt man Stellung und muss anpassen. Mhm. Das gehört dazu. Aber ich finde, das ist auch ein Privileg am Anfang, wenn die Leute, die am Anfang kommen, merken, okay, da stimmt etwas noch nicht. Manchmal sehen wir es offensichtlich und manchmal weiss man nicht, was es ist. Und wir auch nicht. Ja. Und vielleicht ist die Nummer an der falschen Stelle oder sie ist 2 Minuten zu lang oder zu kurz. Mhm. Oder die Fallhöhe ist zu wenig gross, ist nicht so irgendetwas. Ja. Und dann von und ich nehme an, der Druck ist wahrscheinlich gross, oder? Es ist alles mega erfolgreich. Ihr seid die erfolgreichsten Komiker vom Land und musst ja nachliefern. Ist es nicht auch so ein Druck, den man sich macht, wo man auch vielleicht ein bisschen Angst hat? Wird es wieder so gut wie das Letzte? Ja, doch, das macht man jedes Mal. Aber ich glaube, das geht glaub, allen so. Und das Wichtigste ist, es ist tatsächlich, dass wir aneinander Freude haben. Jetzt, letztes Mal, wo wir geschrieben haben, haben wir gerade zusammen eine grosse Auseinandersetzung gehabt, der Mann und ich. Und wenn man dann schreiben muss, ist es nicht gut, weil wir haben uns gegenseitig nicht vertraut. Mhm. Und dann haben wir geschrieben und das war ein hoher Krampf gewesen. Und jetzt im Moment merken wir, jetzt, wenn wir jetzt Ideen haben und so, wir haben im Moment so Freude aneinander, dass man sich auch gegenseitig wirklich befruchtet. Weil wenn der eine in den Scheiß kommt, dann wird es Ping-Pong. Und, wegen dem hoffen wir, dass das mal ein bisschen beschwingter wird. Und nebst Divertimenten bist du eben mal noch ein bisschen ab und zu mal beim Fernsehen. Ist das auch etwas, was du in Zukunft gerne weitermachen würdest? Also beim Fernsehen habe ich immer gesagt, ich mache dort nur Sachen, die ich wirklich voll geil finde. Und also Game of Switzerland, wo ich moderieren darf, oder mehr kommentieren, ich weiß auch nicht, das finde ich das Spiel selber so geil. Ich würde immer am liebsten selber mitmachen. Und ich würde mich am liebsten mit dem Manu anmelden, zum mitmachen. Und wegen dem muss ich sagen, ey, komm, ich finde es so geil, ich mache das auf jeden Fall. Ich habe schon auch gemerkt, das kann man nicht einfach. Ich war dort sehr am Lernen und habe nachher von Kurs nehmen. Und, das kann man nicht einfach so. Das finde ich aber selber weiterhin geil. Und das andere in der Jury, das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Ich finde es ein mega Privileg, wenn jemand sagt, schau mal, ich möchte dir zeigen, was ich kann. Hilf mir, was muss ich machen? Lange es oder lange es nicht. Ja. Und dort, das finde ich, das ist so ein, ich finde das eine Ehre, wenn man das darf machen. Mhm. Und das mache ich sehr gerne. Wie lange das so Format noch funktioniert, weiß ich nicht. Aber solange ich darf, werde ich da schon teilhaben. Und man könnte eine Sendung moderieren, die kannst du aussuchen. Was wäre so das, was du unbedingt mal gerne würdest machen? Eigentlich habe ich das schon, weil die Leute haben immer das Gefühl, ich will Comedy und ich finde immer, Comedy am Fernsehen ist das Schwierigste. Und man kann am meisten verlieren. Und wegen dem haben wir auch immer gesagt, eben, wir können zusammen wandern, wir können zusammen auf Südafrika, aber zusammen Comedy-Sendung. Es ist so heikel, dass die Leute auf dem Sofa sagen, so lustig finde ich es hier nicht, die gehe ich nicht schauen. Mhm. Das ist sehr gefährlich und das ist auch bei den anderen Sendungen so. Im Moment habe ich gar keinen grösseren Wunsch. Doch, vielleicht mit dem Manu mal teilnehmen bei Game of Switzerland. Das wäre geil, wenn man Promis-Best. Aber ich finde es noch lustig, oder? Du machst Fernsehen, der Manu hat auch angefangen Fernsehen machen. Ihr habt euch sogar noch getroffen bei irgendwelchen Aufzeichnungen, gell? Ja, das stimmt. Ist eigentlich schon noch lustig. Was beide so in die Richtung jetzt gehen? Ja, aber eben, es ist für uns ist so wie einfach nebenan noch etwas haben, wo wir unabhängig sind voneinander. Und es ist einfach so, das geht uns beiden so. Wenn ich an eine Hochzeit komme, sagen alle Leute, schön bist du da, wo ist der Manu? Und das ist verdammt ärgerlich. Ja. Dann sage ich, lange es nicht, lange ich nicht. Und das geht im Manu auch so. Und das merkt man natürlich bei den Rückmeldungen von diesen Sendungen, dass sie sagen, ah, es war toll gewesen. Schade, hat der Manu nicht mitgemacht. Und dann denke ich, Himmeltunner. Aber auch zum selber, einerseits haben wir wieder mehr Freude aneinander gefunden, weil es ein Privileg ist, zurück auf die Bühne zu kommen und wieder das Fallnetz zu haben.
Und andererseits ist es aber auch gut zu merken, was liegt einem wirklich und was liegt einem weniger. Mm. Da muss ich auch sagen, ich habe eine Zeit lang noch Live-Moderationen gemacht von Stand-Up-Comedy. Und dort habe ich gedacht, nein, hey, da gibt es x Leute, die machen das bedeutend besser. Mm. Da muss ich jetzt nicht meinen, dass ich das auch kann. Und dann muss man auch dazu stehen. Aber dort bin ich genug mutig. Ich bin an ein Vorsingen gegangen für ein Musical, Thuner Seespiel. Und dann sage ich, ich gehe nicht irgendwie in den Chor. Ja. Ich will eine Hauptrolle. Und gehe dort vorsingen. Dann sind 40 Leute aus ganz Europa angeflogen, von Hamburg, von London, von überall. Okay. Alles Profisänger. Und dann muss ich sagen, der Fischer geht rein. Haben alle gesagt, dürfen wir nicht hören, weil sie mich wundern. Wir haben gehört, du bist ein grosser Komiker in der Schweiz. Und dann habe ich dort abgehackt, vor allem. Grossartig. Aber dort muss ich sagen, man darf auch mutig sein und kann dann dazu stehen und sagen, du, wenn es klappt hat, hätte ich Freude gehabt. Mhm. Das langt nicht. Ja. Und im Vergleich bin ich schlecht. Also höre ich auf. Und ohne, jetzt geht mir kein Zacken aus der Krone, aber ich habe es probiert und das ist beim SRF und so auch so. Das ist die Hauptsache, einfach ausprobieren und machen und dann merkst du, ob es gut ist oder nicht. Ja, die meisten machen es eben nicht einmal. Die träumen eben, das sind Leute, die mit 67 sagen, ja, seit 40 Jahren werde ich auswandern, dann mach es. Genau. Und dann finden sie immer jammern. Genau. Was hast du noch für einen Wunsch für 2022? Ja, eigentlich habe ich, also 2022 ist bis jetzt einfach schon mega... Es ist so, dass wir einfach spielen können, dass wir nicht Angst haben müssen. Im letzten August haben wir angefangen zu spielen und gegen Ende Jahr haben wir angefangen zu bibbern. Jeden Abend können wir noch spielen, können wir nicht. Wie viele Leute kommen nicht? Wie viele reklamieren? Sind sie draussen am Treicheln? Es ist so viel Druck gewesen und jetzt, jede Woche geht etwas mehr weg. Und das gibt ein sehr tolles Jahr und ich habe das Jahr, das habe ich auf ein Geburtstagsgeschenk bekommen, darf ich ein Jahr lang ein Praktikum machen auf einem Weingut in der Bündner Herrschaft. Und jeden Monat gehe ich 1 bis 2 Tage, dass ich das ganze Jahr sehe, was ich machen muss. Und im Herbst gehe ich 5 Wochen dann. Normalerweise hat er 2 Polen und die 2 Polen kommen das Jahr nicht. Ich bin die 2 Polen. Also das heisst, ich muss einfach morgen um 5 bis am Abend um 9 Uhr arbeiten, aber das ist geil. Und auf das freue ich mich mega und auf das Schreiben von neuen Programmen freue ich mich mega. Ich freue mich auf die Derniere. Es ist dann auch gut nach 300 Shows, wenn wir dann auch mal abhocken und sagen, jetzt ist es ja gewesen. Ich glaube, das gibt es hoffentlich ein tolles Jahr. Mhm. Sehr cool. Und zum Schluss noch ein kleiner Werbespot von dir, die das Buch noch nicht haben. Wieso sollen wir das wunderbare Buch kaufen? Ja, also einfach, wenn du willst sehen, wie das Leben mit einem kann spielen kann, obwohl man nach außen als aufgestellter, erfolgreicher, toller Mensch gilt und gleich zu kämpfen mit dem Leben. Und wenn man das Gefühl hat, dass einem das könnte helfen könnte, dass man nicht die einzige Person ist auf der Welt, die manchmal am Kämpfen ist mit dem Leben, dann kann man das lesen und wird merken, es geht einem gar nicht so beschissen. Sehr schön. Hey, danke für mal, dass du da warst. Danke dir. Viel Erfolg weiterhin mit deinem Projekt. Ja, dir auch. Und danke und hoffentlich bis bald. Ja, hoffentlich nicht wieder 6 Jahre. Nein, das ist ein bisschen lang gewesen. Ja, doch, ja. Und das ist der MG Talk mit Johnny Fischer. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es dir heisst, MG Talk. Tschüss zusammen.